Zweiter Spieltag in der Fußball-Regionalliga und die Preußen spielen am Sonntag erst in Wiedenbrück. Und wir unterhalten uns mal mit jemandem, der im letzten Jahr einen ganz schweren Start hat, mittlerweile aber voll angekommen ist und vermutlich die wichtigste Position im Verein innehat. Manfred Quadwo, wie fühlt es sich an, nach dem letzten Jahr 7 Monate verletzt wieder auf dem Platz zu sein? Erzähl mal kurz, wie war die Leidensgeschichte? Es war sehr, sehr schwer, weil es war das erste Mal, wo ich so lange verletzt war, immer wieder Blessuren hatte, auch schwere Verletzungen. Und es tat weh, weil ich war ein neuer Spieler, wollte angreifen, war direkt weg, 4 Monate oder 5 Monate. Dann kam ich wieder zurück, habe wieder alles gegeben, dann wieder weg gewesen, dann wieder zurückgekommen, konnte der Mannschaft auch kaum helfen. War froh, dass ich die letzten Spiele noch mitnehmen konnte und noch bei der Mannschaft sein konnte. Wie fühlt sich Münster für dich an? Wenn man so lange verletzt ist, hat man ja immer so vielleicht ein schlechtes Gefühl. Aber wie fühlt sich Münster und Preußen Münster für dich an insgesamt? Also ich fühle mich hier wohl, obwohl ich nicht so lange da war letztes Jahr, aber ich fühle mich wohl. Es hat schöne Ecken hier. Ich habe auch schon was gesehen, auch wenn ich nicht so viel da war. Und es passt. Die Leute sind freundlich, die Mitarbeiter sind cool, die Spieler sind auf jeden Fall überragend. Der Trainer ist nett. Ja. Du hast bist am Samstag beim 4:1 gegen Wattenscheid eingewechselt worden. Wo ist deine Lieblingsposition? Rechts, links? Ist dir das egal, wo du spielst in der Offensive? Also das ist mir egal. Hauptsache ich spiele auf den Flügeln und das ist meine Lieblingsposition. Was traust du deiner Mannschaft zu? Du hast jetzt ein Gefühl dafür. Du kennst auch die Liga ein bisschen jetzt. Was glaubst du, was für euch möglich ist? Also für uns ist viel möglich, weil wir sind eine gute Mannschaft, wir haben individuell gute Spieler, wir haben einen guten Zusammenhalt, wir wachsen zusammen von Spiel zu Spiel. Es kann auch nicht alles klappen, aber es wird auf jeden Fall von Spiel zu Spiel immer besser und es sieht gut aus für uns. Du hast in dieser Saison eine neue Aufgabe bekommen und ich glaube, man müsste eigentlich deinen Vertrag ein bisschen aufstocken, weil du bist jetzt der neue Kabinen-DJ, der Nachfolger von Marcel Hoffmeier. Wie kam es dazu? Ja, also ich mag Musik, ich habe auch einen guten Musikgeschmack. Und ich bediene auch alles, was die Mannschaft möchte. Ab und zu gefällt es dem Trainer nicht, aber es muss ja der Mannschaft gefallen. Der Hoffmeier, der hatte ja in der letzten Saison oft so ein Schlagerzeugs dabei. Wie erträgt man das? Du musst vielleicht auch mal sagen, auf was du eigentlich stehst. Also es ist schwer für mich zu ertragen. Also ich bin nicht so der Schlagertyp, aber für die Mannschaft spiele ich das auf jeden Fall. Ich höre eher Hip-Hop, Trap oder Afrobeat. Aber ich mache alles für die Mannschaft. Ich spiele alles, was jeder will. Hast du eine Playlist, die immer abläuft oder stellst du die immer neu zusammen? Nee, ich habe mehrere Playlisten. Also ich habe zum Beispiel Playlists vor dem Training, nach dem Training, fürs Spiel, für nach dem Spiel. Und meistens nach dem Spiel nehmen dann andere Leute das in die Hand und spielen dann Schlager. Hast du, gibt es Leute, die besondere Wünsche an dich haben? Also Mitspieler? Ja, schon meine Kollegen, die wollen dann vielleicht so ein bisschen mehr Afrobeat hören oder ein bisschen mehr Hip-Hop. Aber wenn Hoffmeier hat Schlager gemacht. Man hat es ja manchmal. Hoffmeier war Schlager und Techno. Das war ja. Ja, und Hoffmeier. Würdest du Layla spielen, diesen Song, über den jetzt alle streiten? Ja, also ich spiele den. Ich glaube, der läuft vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche in der Kabine. Und den Leuten gefällt's. Könntest du das verbieten? Nee, auf gar keinen Fall, weil den Leuten gefällt's. Warum soll man es dann verbieten? Was wird Sonntag, wenn ihr gewinnen solltet, was ist der erste Song, der in der Kabine laufen würde? Weißt du das schon? Ein Schlagerlied auf jeden Fall, das ist klar. Welcher? Das weiß ich noch nicht genau. Es kommt immer auf die Stimmung drauf. Aber Layla ist ein heißer Kandidat dafür. Ich stehe auch nicht auf Schlager, aber ich würde euch wünschen, dass ihr am Sonntag einen Schlager hört. Ja, 100%. Viel Glück. Würde ich sogar ertragen. Viel Glück und viel Spaß. Danke sehr. Schönen Tag. Ciao. Ne? Ciao.